Es ist wünschenswert, dass wir so wenig verletzt haben. Jetzt ist leider der Mond schon dazugekommen, unglücklich beim Leistungstest. Aber es war da genug Arbeit, also man kann präventiv mit den Jungs arbeiten, deswegen wird man sicher nicht fad. Ja, wenn man verletzt ist, ist man schon ein bisschen ein Einzelsportler, vor allem wenn man länger verletzt ist. Von dem her ist es schon schön, wenn man mit der Mannschaft reisen kann. Es ist immer besser, als jetzt allein in Wien zu trainieren. Bei den Einheiten bin ich zwar nicht dabei, mache mein eigenes Programm, aber trotzdem verbringe ich den ganzen Tag mit ihnen und umso schöner ist das. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist für uns Betreuer und aber auch für die Spieler, dass sie merken, dass sie ein Teil der Mannschaft sind und es ist einfach angenehmer. Es ist viel besser mit der Mannschaft, mit allen zusammen zu sein, als alleine die ganze Zeit wie die letzten 5 Monate in der Kraftkammer und mit dem Physio, obwohl ich die ganzen Physio loben muss, weil sie wirklich gute Arbeit geleistet haben und immer für mich da waren. Der PC wird nächste Woche noch die letzten Tests machen und wird dann alles schon langsam in die Mannschaft integriert. Nach der Kontrolle vom Arzt schaut es wirklich schon sehr gut aus und denke, dass ich auch wirklich schon bald zur Mannschaft kommen kann. Beim Alex schaut es auch sehr gut aus, der hat die Freigabe jetzt, dass er mit der Mannschaft mittrainiert, ohne Zweikämpfe. Und der Monchi, da ist die Verletzung erst gerade passiert. Das dauert halt 4 bis 6 Wochen und dann schauen wir, dass wir so schnell wie möglich, dass er wieder dabei ist.